So, schönen guten Morgen, liebe Zuschauer. Wir haben das Glück, Herrn Pries an unsere Seite zu bekommen, der uns einmal durch dieses wunderbare Fahrzeug führt und die technischen Details dieses Fahrzeuges erklärt und auch außen um uns die ganzen Details dieser Meisterleistung zeigt. Guten Morgen, hallo. Schönen guten Morgen, hallo. Hallo. Ja, wir haben hier Bimobil EX600, steht auf MAN TGM 18320. Ja. Heißt ein 18 Tonnen Fahrgestell, abgelastet auf 16,5 Tonnen Gesamtgewicht, 320 PS, Automatikgetriebe mit 12 Gängen, permanenter Allradantrieb, Differentialsperren, das komplette Offroad-Paket mit drin, weltreisetaugliches Fahrzeug, auch das Basisfahrzeug. Wir haben es ausgerüstet mit zwei großen Dieseltanks, a 300 Liter. Also ich habe hier auch deutlich über 3000 Kilometer Reichweite. Ja. Wir haben einen Zwischenrahmen aufgesetzt und dann eine Kabine mit 6 Meter Länge, ja, die auch komplett fernreisetauglich ist und auch von der Ausstattung her komplett autark ist. Wie ist das, wenn ich jetzt im Ausland schlechten Diesel bekomme? Wir haben hier in Deutschland die AdBlue-Technik und die Abgasvorschriften, die einzuhalten. Das ist ja in Drittländern fern von unserer Heimat nicht so. Aber ist auch der Diesel teilweise nicht von der Qualität so. Was mache ich dann? Ich sag's mal so, ein LKW hat in Deutschland etwa 5 Jahre normale Lebenszeit, dann geht er ins Ausland. Dann hat er seinen Dienst in Deutschland getan, dann gehen die Richtung Osten, die gehen oftmals Richtung Afrika. Und wir sind in diesem AdBlue-Thema seit etwa 10 bis 15 Jahren im LKW-Bereich. Also das ist auch schon im Ausland angekommen, auch in der dritten Welt schon angekommen. Und ich bekomme auch weltweit inzwischen AdBlue. Und auch die Dieselqualität, da kann ich selber drauf achten. Ich tanke natürlich nicht an jedem Fass am Straßenrand, auch wenn es 5 Cent billiger ist, sondern ich gehe einfach her, ich suche mir eine Markentankstelle. Ich schaue auch ein bisschen drauf, wo tankt der örtliche LKW-Fahrer. Und ich habe natürlich einen separaten Dieselfilter einfach nochmal als Reserve dabei. Und für die Länder, wo es überhaupt nicht mehr geht, da gibt es auch Spezialisten, die dann an die AdBlue-Anlage auch ran können und das abschalten lassen können. Für außerhalb Europa, da wo es tatsächlich auch nicht vorgeschrieben ist. Wie ist das mit Wasser im Diesel? Da haben Sie Wasserabscheider wahrscheinlich. Wasserabscheider ist serienmäßig mit drin, natürlich. Also ist diese ganze Problem gar nicht so schwierig. Ja, ich muss einfach ein bisschen die Augen offen halten. Ich selber bin viel in Nordafrika schon gereist, auch dritte Weltländer bereist. Ich hatte noch nie Probleme mit Diesel. Wobei es an die Indikatoren auch gibt, ne? Diese Wasserindikatoren. Ne? Ja, ich habe natürlich einen Sensor drin, klar, ich sehe das. Ja, logisch. Ne? Ja, also gar kein Problem. Nein, überhaupt kein Thema mehr. Gut. Wie ist das? Sie sagten Differentiale. Das heißt, ich muss mir das vorstellen, ich kann die Vorderachse sperren, ich kann die Hinterachse sperren. Genau, und ich kann komplett Allrad fahren. Also ich habe grundsätzlich einen permanenten Allradantrieb. Ich habe immer alle 4 Räder angetrieben. Okay. Mit 3 Differentialen. Einmal die Mitte, einmal die hinten und einmal vorne. Und dann habe ich eine Sperrenlogik. Fahre ich natürlich den Berg hoch, will ich nicht, dass die Vorderachse durchdreht. Das heißt, ich sperre das Mitteldifferential als allererstes. Dann bei Bedarf die Hinterachse und als allerletztes die Vorderachse. Weil je mehr Differentiale ich sperre, umso schlimmer komme ich durch die Kurve. Also irgendwann fahre ich nur noch geradeaus. Ich muss die Lenkfähigkeit eben vorne erhalten, soweit es geht. Genau. Gut. Genau. Bei Ihnen gibt es auch die Möglichkeit, das zu lernen. Ne? Habe ich gelesen in YouTube-Filmen, dass Sie Seminare anbieten, wo man das auch lernen kann. Wir bieten für unsere Kunden mindestens einmal im Jahr ein Fahrtraining an. Das ist ein Basisfahrtraining, wo ich lerne, mit dem Fahrzeug umzugehen. Da fangen wir wirklich von ganz vorne an. Wir bringen den Leuten bei, wie ihr Fahrzeug funktioniert, wie man damit umgeht. Das ist ein bisschen weiter gestrickt bei uns auch noch. Wir haben auch noch einen Partner dabei, der dann so ein Stück weit Remote Area Erste Hilfe macht. Beziehungsweise Emergency Care, wie er das nennt auch. Viele gehen ja nur her und sagen, ich bereite mein Fahrzeug optimal vor, aber ich muss mich selber ja auch optimal vorbereiten. Ich habe ja auch Reisepartner dabei. Dann bieten wir jetzt seit diesem Jahr auch an ein fortgeschrittenes Training. Für die, die das schon mal gemacht haben. Und dann geht es da los, wo wir vorher aufgehört haben. Und dann lerne ich das Auto richtig kennen. Da gehen wir also auch mit den großen Autos ins schwere Gelände. Das Ganze bieten wir mit erfahrenen Trainern an. Ich selber bin ja auch seit über 25 Jahren in dem Bereich als Trainer tätig. Ist eine Sache, die empfehle ich auch jedem Kunden, wenn der das Fahrzeug bekommen hat, sich einfach mal auf dieses Fahrzeug oder sowas einzufahren. Und das ist ja sehr, sehr wichtig, wenn ich für diesen Bereich mich interessiere und so ein schönes Auto kaufe, dass ich damit auch erstmal umgehen muss. Ne? Natürlich, Da kann ich ja nicht einfach drauf losfahren. Das ist ich vermeide ja auch dadurch größere Beschädigungen. Ich weiß die Grenzen meines Fahrzeugs und ich weiß, wo ich reinfahren kann und wo nicht. Das Schlimmste, was es gibt, ich fahre in eine Strecke rein, zerstört da mein Fahrzeug, der beschädigt das Fahrzeug schwer und dann ist die ganze Tour für mich gelaufen. Das will ich ja vermeiden. Deswegen bieten wir diese Trainings auch an. Sehr gut. Okay, das schon mal so als Vorinformation, dass man so ein bisschen weiß, um was es geht. Jetzt habe ich gesehen,
Der ist blattgefedert. Das hat wahrscheinlich den Grund, dass die Abnutzung von Luftbägen durch Sand problematisch ist. Ne? Ganz bewusst setzen wir auf eine Blattfeder bei diesen Fahrzeugen. Ein Luftbalg hat immer die Möglichkeit, dass sich Steine dazwischen reinsetzen. Dann reibt dieser Balg auf. Und ein Luftbalg, wenn platzt, dann stehe ich erstmal komplett ohne Federung hinten da. Ja. So, den muss ich dann dabei haben, muss ihn selber wechseln können. Mhm. Der Wechsel von so einem Luftbalg ist nicht kompliziert, aber ich muss das können. Und ich muss das Ersatzteil haben. Mhm. Eine Blattfeder bricht in der Regel nicht auf der Traglage. Das heißt, zur Not kann ich so noch weiterfahren und kann mir beim Dorfschmied eine neue Blattfeder machen lassen. Ah ja. Habe ich auch schon gemacht, das geht. Und dadurch, dass das Auto eh abgelastet ist, habe ich ja eh ganz andere Belastungsreserven. Also wir fahren mit einem Leergewicht von etwas über 10 Tonnen durch die Gegend. Das Fahrzeug ist auf 18 Tonnen ausgelegt. Das heißt, selbst wenn ich ihn voll belade, bin ich irgendwo bei 12 Tonnen. Wir sind also noch weit von der Belastungsgrenze entfernt und schonen damit eigentlich auch das komplette Fahrzeug. Zumal diese Fahrzeuge ja auch für den Baustellenbetrieb oder Feuerwehrbetrieb ausgelegt sind. Grundsätzlich Nein, also die werden bei uns nie voll belastet, egal was wir damit machen. Wie löst man das Problem der Verwindung, wenn das Fahrzeug so auf drei Beinen steht, durchs Gelände geht, durch Spurrillen geht der, und so der weiter? Der Fahrzeugrahmen ist flexibel. Das ist ein C-Profilrahmen, der kann sich ein Stück weit verwinden in sich. Und wir setzen auf einen Zwischenrahmen auf. Man sieht hier dieses Verzinkte. Das ist der Zwischenrahmen und der ist an mehreren Stellen elastisch gelagert. Okay. Ja. Der kann also hier um rund 10 cm aufmachen. Okay. Und der Fahrzeugrahmen kann sich verwinden und unser Zwischenrahmen bleibt stabil und die Kabine bleibt gerade auf dem Zwischenrahmen stehen. Okay. Das kann schon mal sein, dass das Fahrerhaus sich um 30 cm gegenüber dem Koffer verbiegt. 30 cm? Ja. Boah. Das kann durchaus mal sein. Ist so gewollt, ist beabsichtigt und funktioniert auch sehr gut so. Mhm. Und dadurch passiert eben nicht das Bolzenreißen, sondern eben diese Gummipuffer? Genau, wie gesagt, wir haben die Elastiklagerung drin, das kann so gute 10 cm arbeiten. Ja. Und das funktioniert also seit Jahren problemlos. Okay, und das Führerhaus an sich ist ja das Fahrerhaus ist unabhängig vom Aufbau, ne? Das Fahrerhaus ist separat, das ist original MAN-Lagerung. Ja. In dem Fall ist das luftgefedert tatsächlich, das Fahrerhaus, als Komfortvariante. Ja. Und das kann sich komplett gegenüber dem Fahrzeugaufbau verdrehen. Das ist komplett schwimmend gelagert. Ah ja, okay. Das heißt, das hat natürlich auch den Vorteil, wenn ich bei dem Fahrzeug einen Service machen muss, ich muss nicht in die Innenkabine rein, reinlassen. Ich mache einfach den Durchgangsbalg. Wir haben ja einen Balg als Durchgang von hinten nach vorne mit einer Tür drin. Den hänge ich einfach aus und dann kann ich die Kabine ganz normal kippen vorne, wie bei jedem anderen LKW auch. Und habe meine Privatsphäre für mich geschlossen, dass da keiner... Ja, ich kann da zusperren. Auch wenn ich jetzt einen Tourguide mitnehmen muss, der ja vorne schlafen kann in dem Bett. Wir haben ja ein Fernverkehrsfahrerhaus. Ich mache die Tür zu, jeder hat seinen privaten Raum und keiner kommt beim anderen rein. Perfekt. In der Werkstatt genau dasselbe. Ja, genau. Weil es gibt ja viele Autos, da muss ich dann in den Innenraum rein und da hat das Öl nachher und Teile nachher. Nein, genau das vermeiden wir eben damit. Das ist der große Vorteil. Okay, jetzt sehe ich hier äußerst massive Aluminiumteile sind das wahrscheinlich, ne? Genau, das sind so Staukästen Aluminium hier, beziehungsweise also Verkleidungen. Und wir haben jetzt hier hinter zum Beispiel nochmal Stauräume. Ich mach die gerade mal auf. Hier ist also nochmal zusätzlicher Stauraum. Mhm. Der ist ganz bewusst nicht wasserdicht gehalten. Wir haben auch Ablauflöcher drin. Okay. Hier kann alles rein, was auch mal nass werden darf. Ne? Also Bergungsmaterial. Bergematerial, Werkzeug, Brennholz mal ein bisschen was mit rein. Achs und sowas, Motorsäge oder sowas. Und alles das kann hier unten rein, genau. Mhm. Ah ja. Und das ist Aluminium, ne? Das ist Aluminium, ja. Wir arbeiten hier mit Aluminium-Rüffelblech. Aluminium, ne? Dick, ne? Da kann ich auch mal irgendwo hängen bleiben, wenn es sein muss. Ja. Das machen wir einmal rundherum. Es sind auch die Tanks dahinter, links und rechts die Dieseltanks. Das ist alles hinter der Verkleidung. Okay, gut. Und auch selbst der Schmutz und Steine, die reinkommen. Das kann alles hier ranprasseln, da kann nichts dran. Das ist alles geschützt, genau. Genau. Mhm. Okay. Und für den Winkel, wenn ich ins schwere Gelände fahre, kann ich die Stoßstange hochklappen? Ich kann den Unterfahrschutz, klappe ich nach hoch. Mhm. Wir sind jetzt in der Straßenbestellung. Ja. Muss ich natürlich so haben, falls ich auf der Autobahn fahre, mir fährt einer hinten drauf, dass der nicht besonders durchrauscht. Ja. Fürs Gelände klappe ich den einfach nach oben weg. Ja. Dann sitzt die hier auf dieser Höhe und dann habe ich meinen perfekten Böschungswinkel hinten. Das heißt, ich kann wirklich, wenn die Maschine hochsteht vorne, in diesem Winkel einen Berg hochfahren? Ja, problemlos. Und ich habe die Rücklichter geschützt, kommt nichts dran? Da kommt auch nichts dran hier oben. Hier hinten sitzt normalerweise noch das Reserverad mit dran. Haben wir jetzt hier bei dem noch nicht montiert. Ja. Das sitzt also auf dieser Höhe nach oben im kleinen Kran. Ist also auch aus dem Weg und habe hinten den kompletten Böschungswinkel frei. Und das wird dann mit so einer Winde runtergelassen? Das hat eine kleine Handwinde dran und das kann ich hoch und runter kurbeln.
Wahlweise können wir auch hier noch, sagen wir, schrägen die Kabine ein bisschen an, machen eine Plattform hinten, hydraulisch absenkbare, wenn ich Motorrad mitnehmen möchte zum Beispiel. Auch das bieten wir an. Okay. Habe ich da sieht man das mit dem anderen Auto, genau. Und ich habe Luftanschlüsse, alle gängigen Anschlüsse, ABS-Kabel. Genau, ich habe also prinzipiell, ich nehme mal hier genau. Das Rollabrad ein bisschen auf die Seite, prinzipiell die Vorbereitung für eine Anhängerkupplung dran. Wir haben jetzt hier nur die Bolzenkupplung als Bergekupplung, habe aber Luftanschlüsse, also Vorratsluft, Bremsluft, Strom, ABS und so weiter, alles da, um hier auch eine Anhängerkupplung nachrüsten zu können. Ja, und gegebenenfalls auch Luft für das zu abzuziehende Fahrzeug genau. zu geben. Ne? Genau, ich kann den ganz normal von hier vorne mit steuern. Wenn der die entsprechenden Eingänge vorne hat, kann ich den hier mit steuern. Ja. Ja, habe ich vollwertige LKW-Optionen. Ja, weil wir bestellen das Fahrgestell natürlich so, dass wir uns alle Optionen offen halten können. Und wenn der Kunde noch besondere Wünsche hat, die vom Fahrzeughersteller machbar sind, dann kann die natürlich auch mit einfließen. Da verlassen wir uns dann auf MAN oder Mercedes, je nachdem, auf wem wir gerade aufbauen, die uns das dann ab Werk schon liefern können. Also Sie machen MAN, Mercedes? In wir machen in der Fahrzeugklasse, bei dem 600er bieten wir an auf MAN, TGM, wie er jetzt hier steht, oder auf dem Mercedes Arox in verschiedenen Variationen in derselben Gewichtsklasse, teilweise auch in einer höheren Gewichtsklasse, da kann ich mit der Leistung weiter hoch. Und die kleineren Fahrzeuge bieten auch an auf Iveco Euro Cargo zum Beispiel. Okay. Wie ist das mit der Wasserversorgung und Stromversorgung? Die ist wahrscheinlich innerhalb der Kabine, ne? Oder? Wir haben alles innerhalb der Kabine. Man kann hier von der Seite schon ein bisschen was sehen. Wir haben also hier hinter einen Wassertank mit 400 Liter. Ist frostgeschützt in der Kabine. Wir haben hier im hinteren Bereich die Elektrik. Ja. Jetzt in dem Fall, dieses Fahrzeug haben wir ausgerüstet mit einer Lichtmaschine mit 230 Volt und 5 kW. Ich habe also während der Fahrt 230 Volt Versorgung, 5 kW und wir laden die Batterien, die Aufbaubatterie mit 120 Ampere. Hier haben wir jetzt verbaut insgesamt 600 Amperestunden Lithiumbatterien und 390 WP Solar auf dem Dach. Ich bin also stromtechnisch mit diesem Fahrzeug komplett autark. Ich bin mit dem Wasser, sagen wir zu zweit, mit 400 Liter gute 2 bis 3 Wochen autark. Wir haben eine Trockentrenntoilette drin, das heißt, ich muss auch nicht zum Entsorgen fahren. Von daher muss ich mit diesem Fahrzeug eigentlich nie irgendwie eine Campingstation oder sowas anlaufen. Ich bin komplett autark. Das ist natürlich gut, ja. Und Lithium ist natürlich auch über jeden Zweifel erhaben, weil maximale Speicherkapazität und erstens, keine Pflege für. Genau, wir haben ja ein Batteriemanagementsystem integriert. Wir arbeiten hier mit Büttner-Batterien. Die schalten, falls sie in Unterspannung gehen, selbsttätig ab. Ich kann die resetten. Okay. Der große Vorteil der Lithium-Batterie ist, dass sie schnell wieder geladen ist. Genau. Nimmt also sehr schnell Ladestrom wieder auf. Genau. Wie gesagt, wir fahren mit 120 Ampere hinten rein. Ich kann während der Fahrt die Klimaanlage Vollgas laufen lassen und die Batterien laden. Das ist für uns eben der Riesenvorteil dabei. Ja, gerade 230 Volt Lichtmaschinen ist natürlich ganz andere Hausnummer. In dem System ist auch noch drin eine 3 kW Wechselrichter, der ICC 3000 von Büttner als Kombigerät eben für Ladung vom Fahrzeug, Landstrom. Und als Wechselrichter. Also ich kann also alle elektrischen Geräte mühelos betreiben, könnte sogar noch im Kochfeld arbeiten zur Not. Ja, Kochfeld ist ein bisschen was anderes, da brauche ich schon ein bisschen mehr Strom. Okay. Also wenn ich elektrisch kochen möchte, wir haben es gemessen, Induktionskochplatte, ein Topf Spaghetti sind 100 Amperestunden. Oha. Deswegen bleiben wir bei Gas. Okay. Ja, besser. Weil sonst hole ich mir so viel Strom hier rein, dass ich eigentlich sehr viel Energie verbrenne, die ich mir teuer erkaufen muss. Und deswegen bleiben wir da bei Gas. Ja, und Gas braucht man ja minimal fürs Kochen. Das ist also vielleicht eine 10-Liter Flasche ja für Wochen. Ne? Nein, wir haben einen 110-Liter Gastank hier drin. Ach so, Gastank auch noch. Ich habe einen Gastank drin, großen. Wir haben das Heizungssystem jetzt getrennt. Ich habe eine Dieselheizung als Primärheizung. Wir haben einen Gasboiler für Warmwasser. Und zusätzlich nochmal als Redundanz eine zweite Gasheizung drin. Das heißt, auch wenn mir das Gas ausgeht, dann kann ich vielleicht mal nicht kochen. Und ich habe vielleicht kein warmes Wasser. Aber die Wärme habe ich durch die Dieselheizung. Und die Wärme ist das Letzte, was mal ausgehen sollte. Genau. Von der Isolierung her sind die Fahrzeuge ja für alle Rahmenbedingungen ausgerüstet, sowohl die Kälte wie auch Hitze. Ne? Wir fangen an, uns ab minus 30 Grad Gedanken zu machen. Naja, das ist ja mehr als ausreichend. Ja, ansonsten sind wir mit der 40 mm Isolierung hier drin. Von der Dichtigkeit her auch so aufgestellt, dass ich eigentlich fast nicht heizen muss. Also gegenüber einem Standard-Wohnmobil haben wir ungefähr die Hälfte an Heizleistung, die ich brauche. Bei der Größe der Kabine? Bei der Größe, ja. Wir fahren hier mit einer 4 kW Heizung und die läuft eigentlich im Minimalbetrieb. Okay. Das ist vom Gehäuse her GFK, ne? Oder ist das Aluminium? Nein, wir arbeiten mit Aluminium-Sandwich. Ja. Wir haben also 07 Aluminium.
haben 40 mm Schaum, 3 mm Holz und das Ganze ist vollflächig verklebt in einer Vakuumpresse bei uns im Haus gefertigt. Und wir haben nur außenrum unsere Eckverbindungen und durch diese Eckverbindung ist diese ganze Kabine komplett selbsttragend. Das heißt, ich kann diese Kabine theoretisch einfach runternehmen von den Zwischenrahmen, kann die ins Eck stellen und kann einen neuen LKW drunter bauen. Das ist also schon mal so weit komplett getrennt und selbsttragend. Und auch die Möbel sind dadurch auch völlig unabhängig. Die sind nicht dazu nötig, um die Kabinen zu tragen. Sondern wir bauen ja von außen nach innen. Wir bauen erst die Kabine und bauen dann die Möbel ein. Ja. Das heißt, ich muss gar nicht erst versuchen, die Wände an die Möbel zu schrauben. Wir machen das eher umgekehrt. Ja, genau. Hab dann aber auch die Möglichkeit, nach Jahren unter Umständen mal die Kabine von der Aufteilung umzubauen. Klar. Was sonst nicht geht. Klar, logisch. Das ist also alles nur an die Wand geschraubt. Das heißt, ich kann die Kabine theoretisch entkernen, kann sie neu aufbauen, vielleicht auch sogar einen Grundriss ändern. Wie sieht das aus mit Diebstahlsicherung? Das ist ja ein Thema im Ausland ja auch. Die Fenster sind ja, so wie ich das sehe, schon extrem robust. Das sind die KCT-Fenster, die ich von außen eigentlich fast nicht aufhebeln kann. Das ist Immobilienqualität. Man sieht es hier auch an den Verschlüssen. Ja. Da komme ich nicht rein zum Aufhebeln. Wir arbeiten bei den Klappen mit sogenannten Treibriegelschlössern. Also wenn man die anschaut. Ja, ist ja schon fast Luftfahrttechnik, allein, ne? Ja, kommt aus dem Containerbau. Und allein das schreckt natürlich schon ab. Ja. Wenn jemand diese Schlösser sieht, ich habe hier vernünftige Zylinderschlösser auch drin. Das heißt also, auch das breche ich nicht mal eben auf. Nee. Ich habe die größte Chance, hier reinzukommen, indem ich einfach mit der Akkuflex durchs Panel durchsäge. Aber die Riegel selber, die bekomme ich nicht auf. Ja. Und dafür hat keiner seine Zeit und es fällt auf und macht Krach. Nein, selbst die Durchgangstür ist auch nochmal mit dem Zylinderschloss gesichert. Also ich komme auch von vorne fast nicht rein. Also brauche ich mir da auch gar keine Sorgen zu machen. Also, die Fenster sind eh so hoch, da muss ich schon eine Leiter haben. Ich fange auf über 2 Meter an mit der Fensterlinie. Kommt man nicht dran. Nein, also ich muss hier wirklich mit extrem, ja, ich sag mal, extremer krimineller Energie rangehen, dass ich überhaupt reinkomme. Mir persönlich ist kein Einbruchsversuch bekannt, der funktioniert da hinten rein. Super. Ja, da braucht man sich keine Gedanken machen. Ja. Und oben sehe ich noch mal eine Schutzreling für Bäume und Äste. Oben ist noch mal eine Reling als Astarbeiser gedacht. Und die schützt dann auch gleich die Solarpaneele. Genau, alles, was oben drauf ist. Ich habe die Dachhauben, die ein Stück auftragen, ich habe die Solarpaneele. Das schütze ich damit, indem ich einfach den Ast über die Reling drüber rutschen lasse. Also da auch keine Gefahren, irgendwo mir eine Macke zu holen. Nö. Die Reling hält alles ab. Nein, wir haben noch eine Umfeldbeleuchtung mit dran, die auch eine Panikschaltung hat. In dem Moment, wo ich innen auf den Knopf drücke, ist ja unten außenrum einmal komplett alles hell. Ja. Das ist also auch gerade, wenn ich irgendwo stehe und ich höre draußen Geräusche, die ich nicht hören will, mal nachschauen will, was los ist oder jemanden verjagen will, Licht ist immer das Mittel der Wahl. Jetzt sehe ich da 2 Austritte, Luftaustritte, ja. Eintritt, Austritt. Ist das diese Klimatisierungsanlage, die man... Es ist nicht die Klimaanlage. Nicht, die Klimaanlage ist eine Unterflurklimaanlage. Ja. Das da oben ist das sogenannte Bavaria-Vent oder Bayern-Luftsystem. Ja, genau. Kommt auch aus dem Immobilienbereich. Damit kriegen wir A, Frischluft rein, weil ich ja mit KCT rundherum keine Zwangsbelüftung mehr habe. Und wir müssen ja Luft reinkriegen, Frischluft, sonst geht uns irgendwann der Sauerstoff aus. Und ich kriege verbrauchte Luft raus. Und die verbrauchte Luft nimmt ja auch Feuchtigkeit mit. So, also wir ziehen hier oben durch den oberen Frischluft rein, über einen ganz kleinen Lüfter, geht durch 2 Filter, geht durch einen passiven Wärmetauscher nach innen, nimmt also durch diesen passiven Wärmetauscher auch schon die Temperatur der bereits vorhandenen Innenluft, die gleichzeitig rausgesaugt wird, an. Und die verbrauchte Luft nimmt die Feuchtigkeit mit raus und kommt am unteren mit raus. Deswegen diese Auslaufnase da. Ja. Genau, und wenn es auch richtig kalt ist, sehe ich hier unten teilweise auch Eiszapfen dran und dann sehe ich schon mal, was da an Feuchtigkeit rauskommt. Der Mensch verliert ja so zwischen 0,5 und 1,5 Liter Feuchtigkeit über Nacht. Allein durchs Ausatmen und Schwitzen. Ja. Und das transportiere ich hier mit raus. Ah ja. Also gerade auch, wenn man nasse Hunde zum Beispiel mit reinnimmt, habe ich sehr schnell innen wieder trockene Luft. Richtig, kennt man ja, wenn das Auto ein PKW einen Hund mit hat, ruft und die Scheiben beschlagen. Genau, ja. Und unsere Kunden haben ja oftmals auch Hunde dabei. Ja. Und ja, da haben wir es eben auch schon mal ausprobiert. Funktioniert einwandfrei. Super. Damit haben wir außen fast alles gesehen, glaube ich, außer die Außenansicht von vorne. Wenn wir nochmal nach vorne gehen, natürlich das Basisfahrzeug. Hier haben wir den AdBlue-Tank, okay. Da ist der AdBlue-Tank, genau. Also hier vorne ist eigentlich alles serienmäßig MAN. Ja. In dem Fall eine Sonderlackierung. Wir haben das Fahrzeug bei MAN bestellt in BMW Chestnut Brown Metallic. Ist also von der Farbgebung her sehr elegant geworden. Ja. Und ich kann natürlich gerade im LKW-Bereich Farbwünsche äußern und der LKW-Hersteller lackiert mir fast alles, was ich ihm sage. Die werden per Hand lackiert.
Wir haben vorne die beiden Bergeösen noch mit dran. Das sieht man also hier. Ja. Auch original MAN kann ich das Fahrzeug mal bergen. Wir haben hier einen Luftanschluss noch mal dran, falls das Fahrzeug abgeschleppt werden muss. Ja. Oder ich jemanden Fremdluft spenden will. Ja, aufgemacht hier, lass mal senken. Mhm. Hier ist der Radarsensor für den Abstandsregeltempomaten. Ja. Wir haben einen Zyklon-Vorfilter für die Innenbelüftung, dass ich also auch nicht die ganzen Staub reinkriege, sondern Baustellenfilter davor sitzen habe. Der trägt gar nicht auf, das ist ja auch schön. Ne? Nein, das ist ja wirklich. Sitzen, ne? Ja, das ist nur für die Innenansaugung. Also, nur für die, für die Innenbelüftung. Nicht für die Motoransaugung. Nein, die Motoransaugung ist seitlich dann hoch. Ah ja, okay. Aber okay. Die sitzt auch eben erhöht. Hm. Ich bin von der Wartfähigkeit her problemlos auf Reifentiefe. Das heißt, ich bin. Das heißt, ich kann so gute 80, 90 Zentimeter problemlos durchfahren. Ja. Und auch mal eine kurze Strecke auch ein bisschen tiefer noch. Okay. Und ich kann gegebenenfalls, wenn ich das möchte, auch noch eine Winde drunter bauen lassen, wahrscheinlich. Ne? Natürlich. Das ist alles machbar. Wir bieten auch einen Windenanbausatz mit an. Mhm. Entweder hydraulisch oder elektrisch. Mhm. Je nachdem, ob ich ein Nebenaggregat dran haben möchte mit der Hydraulikpumpe oder nicht, kann man die Winde variieren. Wie viele Tonnen kann ich da Zugkraft? Aufwendig, ohne Umlenkrollen jetzt gedacht? Wir verbauen normalerweise eine 9-Tonnen-Winde. Ja. Ich ziehe aber grundsätzlich im LKW-Bereich mit Umlenkrolle. Ja, normalerweise schon. Ja, ja auch allein schon, um die Winde zu schonen. Und um einfach die größte Zugkraft zu haben. Und die habe ich auf der untersten Seillage. Hm. Je mehr Seil ich abziehe, umso größer ist die Zugkraft. Hm. Deswegen gehen wir über Umlenkrolle. Hm. Alles klar. Gut. Okay. Macht ja einen schönen Eindruck. Die Farbe ist ja toll. Ne? Ja. Also die Farbe wirkt wahnsinnig elegant. Ja, reichlich Licht oben drauf. Ja, nochmal Zusatzscheinwerfer, die kommen wiederum von uns. Mhm. Kommen von Pia. Mhm. Auch nochmal jetzt zusammen mit den LED-Hauptscheinwerfern, die wir unten drin haben, macht er also wahnsinnig viel Licht. Also ich habe mit Birnenwechseln auch nichts zu tun. Nö. Alles voll LED. Alles voll LED. Da gar nicht keine Reserven mitnehmen. Brauchen wir um nichts mehr kümmern, nein. Es läuft einfach so, ja. Okay. Ja, das ganz normale Führerhaus, richtig, als Fernverkehr. MAN, TGM, Fernverkehrsführerhaus in Vollausstattung. Also wirklich von der Klimaautomatik über Multimediasystem, alle Fahrassistenzsysteme, die ich bekomme bei MAN, ist jetzt hier alles drin. Ja. Und wir haben eine Teillederausstattung mit drin, das große Glascockpit vorne, allem drum und dran. Schön. Gut, hier habe ich dann nochmal irgendwie Serviceklappen oder? Nein, also hier ist nochmal Serviceklappe, Zugang zu den Fahrzeugbatterien, zu den Starterbatterien MAN. Hier ist nochmal Tankklappe. Ich sag, wir haben einmal Tank links, einmal Tank rechts. Alles abgeschlossen, klar. Wir haben hier den Gastank dahinter. Okay. Also wie man es vom Reisemobil her kennt. Mhm. Auch hier nichts Exotisches, weil ich will ja auch weltweit Gas tanken können. Mhm. Naja. Das ist LNG, ne? Nein, LPG. 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 LNG wäre Erdgas und im Erdgasbereich fahren wir mit Drücken von 160, 180 Bar. Ja, geht nicht. Hier sind wir bei maximal 8 Bar. 8 Bar. Gut. So, hinten haben wir nochmal den Stauraum. Ja. Das ist die Entlüftung der Trenntoilette. Ja. Auch die geht ja nach außen. Hier doch ein Filter durch. Und hier haben wir einfach nochmal Zugang zum Stauraum. Aktivkohlefilter drin, ne? Ja. Genau. Genau, Wasserbefüllung haben wir einmal hier oben, die Hauptwasserbefüllung. Ja. Ich kann das Ganze aber auch, ich kann gerade nicht aufmachen wegen dem Fernseher, hier über den Schlauch rausziehen und direkt anschließen. Dann muss ich gar nicht erst da hochkrabbeln. Man kann das direkt von hier unten befüllen. Wir haben hier nochmal zugänglich eine Außendusche. Ich kann die einfach rausziehen, aufmachen, kann mich hier draußen schon mal abduschen, kann meinen Hund abduschen, Fahrräder abduschen, je nachdem, was ich möchte. Oder wenn ich draußen kochen möchte, ich habe drüben einen Gasanschluss nochmal für einen extra Grill, kann hier außen noch abspülen. Habe auch Warmwasser. Wie sieht das mit der Wasserfilterung aus? Haben Sie da ein werksmäßiges System drin oder kann man sich als Kunde direkt wünschen, was man haben möchte? Also wir verbauen grundsätzlich, wenn wir Wasserfilter verbauen, das Famous Water System mit Katadynfiltern. Da haben wir einmal Keramikfilter für die Grobpartikel und einmal einen Aktivkohlefilter dann für die feineren Sachen, auch gegen Bakterien, Viren, solche Sachen. Das können wir direkt am Werk mit verbauen. Dann habe ich einen zweiten Wasserhahn fürs Trinkwasser. Und wenn ich weiß, ich fahre in Regionen, wo die Wasserversorgung kritisch ist, da kann ich mir eine extra Box mitnehmen. Auch die bieten wir an. Da ist das Filtersystem nochmal gedoppelt drin und größer für die Befüllung. Da hänge ich dann eine separate Pumpe irgendwo in den Teich oder einen Fluss und kriege das Wasser gefiltert schon mal in meinen Frischwassertank.
Wie sieht das aus, wenn ich jetzt aus dem Brunnen ziehen will? Ja. Ich habe eine Saugpumpe dabei, um dann den Tank zu befüllen? Oder ja. Das ist eine Sonderausstattung? Das ist jetzt wieder das, was ich gerade gesagt hatte, ne, mit der Box. Ach, das ist die Box, das, okay. Das kann ich dann so konfigurieren, dass ich sage, ich hänge da eine Pumpe rein. Ja. Und ziehe mir aus dem Brunnen, irgendwo aus dem Fluss, aus dem See das Wasser. Ja. Und lasse das durch die Filter laufen und hole mir das dann erst in den Tank. Ah, alles klar. Gut, das ist dann ich will ja wissen, was ich, die doppelte Sicherheit. Ja, genau. Und habe dann zusätzlich in den Tank, den ich zur Not zu Hause befüllen kann, der dann wirklich dann nochmal mein eigenes Trinkwasser nur persönlich dann fürs Trinken verwendet. So, ja, alles klar. So ist es eben gedacht, alle Sicherheit dann. Immer ein redundantes System irgendwo habe, je nachdem, wo ich hinfahre. Wenn ich in Zentraleuropa unterwegs brauche, ich mir kein Filtersystem mitnehmen. Dann habe ich nur die Trinkwasserfilter im Fahrzeug. Die sind fest verbaut. Ja, okay. Also braucht man sich da gar keine Sorgen machen. Nö. Ja. Nö. Um Wasser machen wir uns keine Sorgen. Mhm. Jetzt bin ich aber gespannt auf den Innenraum. Jetzt gehen wir mal rein. Ein System, was man ausfährt? Wir haben also grundsätzlich hier auf der Messe unsere Leiter stehen. Ja, klar. Einfach, dass uns keiner runterfällt. Mhm. Zur Sicherheit für die Gäste. Ja. Nein, wir fahren hier aus der Schürze seitlich fahren wir eine Treppe raus, elektrisch mit Fernbedienung, wo ich dann ganz gemütlich raufgehen kann. Alles klar, okay. Das war jetzt mir so ein spontaner Einfall, wie komme ich hier rein? Nein, das ist eine Standardfrage, ist ganz klar, aber wir haben hier eben das Geländer mit dran, weil wenn 300 Leute jeden Tag auf- und runterlaufen, nicht, dass es irgendeiner runterkippt. Wie ist das überhaupt? Geländer kann ich aber auch optional kriegen, wenn jetzt eine ältere Person mit dabei ist, dass sie da heile rein und rauskommt. Ja, wir können auch eine Spezialtreppe machen, wo ich sage, ich fahre einfach eine Plattform raus und habe dann eine Art Geländer. Wie das geht auch alles. Geht auf Wunsch auch. Auf Wunsch, aber es ist für uns immer so, wir wollen ja auch die Möglichkeit haben, spontan loszufahren, falls es die Situation erfordert. Das kann ich mit der Variante eben nicht. Das ist klar, ja. Das dauert ein bisschen länger, bis ich wegkomme. So kann ich zur Not reinsteigen, Gas geben und beim Losfahren die Treppe einfach reinfahren. Das geht elektrisch dann? Das geht elektrisch dann. Alles per Knopfdruck vom Führerhaus aus? Ich habe eine Fernbedienung, da drücke ich einfach drauf und dann fährt die Treppe rein oder raus. Das ist natürlich gut. Ich brauche also nicht raus, wenn irgendwas draußen los ist. Ich gehe durch den Durchgang hier vor ins Fahrerhaus und drücke auf den Knopf. Alles klar. Gut. So, das haben wir also einen Schlaf gemacht für zwei Personen. Ist gedacht für zwei Personen das Fahrzeug hauptsächlich. Wir haben Längsbetten. Ja. Aber also hier knapp 2 Meter Liegelänge. Entschuldigung. Auf beiden Seiten. Ich habe hier in der Mitte nochmal ein Polster. Das heißt, ich kann hier auch mal noch ein Kind mit zwischendrin schlafen lassen. Oder kann auch, wenn es mal ist, quer schlafen, wenn ich ein bisschen blöd stehe zum Beispiel. Wir haben hier hinten natürlich nochmal Leseleuchten überall. Wir haben Steckdosen. Die große KCT-Dachluke, die ich auch gleichzeitig als Aufstieg aufs Dach nutzen kann. Ja. Also Dächer sind ja grundsätzlich begehbar. Mhm. Das heißt, ich kann nach dem Rechten schauen oben, ich kann die Solaranlage sauber machen oder mir zum Frühstücken draufsetzen. Auch das ginge, ja. Auch das ginge, mache ich regelmäßig. Wenn ich mit den großen Autos unterwegs bin, sitze ich regelmäßig oben zum Frühstücken. Wie läuft das denn mit der Klimaanlage hier? Haben Sie hier indirekte Luftaustritte? Oder? Die Klimaanlage sitzt tatsächlich unterm Sitzpodest. Ja. Und alles, was ich hier an schwarzen, viereckigen Ausbläsern sehe, das sind die von der Klimaanlage. Okay. Wir führen die also einmal hier komplett hinter. Ja. Und damit habe ich die komplette Kabine klimatisiert. Deswegen brauche ich keine Dachausschneiden-Schnitte und nichts. Genau. Ich habe auch keine Klimaanlage, die oben drauf sitzt, nochmal 30 cm aufträgt. Das ist alles hier im Fahrzeug. Und habe dann auch das ganze Kondenswasser nicht übers Dach ablaufen. Läuft alles nach unten alles weg. Gleich unten weg. Habe da den Staub im gebundenen Wasser nicht, was von der Seite runterläuft. Ganz genau. Ah ja, und natürlich dann oben natürlich auch mehr Platz. Richtig. Klar. Und den berühmten Max-Fan oben drin. Wir haben jetzt hier noch den Max-Fan drin, genau. Die haben hier eigentlich die Klimaanlage fast komplett ersetzt. Also ganz ehrlich, die Klimaanlage brauche ich tatsächlich nur, wenn ich die Luft trocknen möchte, wenn ich immer subtropisch unterwegs bin. Oder wenn es draußen extrem heiß ist und ich sehr schnell runterkühlen möchte. Ansonsten kriege ich das fast alles mit Max-Fan raus. Optimale Bedingungen. Ja, und wenn ich sehe, alles Massivholzmöbel, ne? Das ist alles nicht irgendwie beschichtete Spanplatte oder Billigholz, also sondern also Spanplatte findet man bei uns überhaupt nicht. Eben. Das ist alles entweder Ahorn oder entsprechend Buche. Hier in den Schubladen haben wir Buche. Sonst die Fronten sind alle Ahorn. Schubläden alle mit Softclose. Die Pushlocks sind ganz normal verriegeln. Unser Anspruch ist, dass die Kabine 30 Jahre Nutzung mitmacht, ohne dabei zu klappern oder zu knarzen. Und Nutzung heißt für uns, der Kunde nutzt das Fahrzeug artgerecht. Fährt also auch mal ins Gelände. Oder regelmäßig ins Gelände. Das heißt, es ist alles verschraubt, verdübelt und... Darf nichts passieren. Klappern ist bei uns tatsächlich ein Reklamationsgrund. Okay. Ja, das ist... spricht für sich, ne? 30 Jahre, alle Achtung. Ja. So, und ich brauche auf keinen Luxus verzichten. Kaffee-Vollautomat. Ja, ohne Leben ohne Kaffee ist nicht möglich. Ne? Ja. Jetzt hier ein Kaffee-Vollautomat, steht leider noch erst jetzt so drin. Normal gehört noch ein Auszug dazwischen.
Fahrzeug ist eigentlich am Anreisetag der Messe erst ziemlich fertig geworden. Mhm. Deswegen ist der Auszug noch nicht drin. Mhm. Aber eben auch alles so verriegelt, dass man alles stehen lassen kann. Ja. Nur höchstens den Wassertank leer machen und ansonsten kann man direkt losfahren. Genau. Es fällt nichts um, rutscht nichts, ist eben alles fest. Ja. Ich sollte nur darauf achten, dass ich die Blumenschale auf dem Tisch wegräumen. Ja, gut. Aber ansonsten alles, was wir ins Fahrzeug verbauen, ist so verbaut, dass ich es einfach reinsetzen und losfahren kann. Pushlocks zu und fertig. Pushlocks zu, fertig, ganz genau. Mhm. Super. Okay. Wir haben hier das Thema Stauraum. Ja. Natürlich auch mit Schränken und Schubläden gelöst. Mhm. Hier kann ich natürlich als Kunde auch meine Wünsche äußern und sagen, Mensch, ich möchte hier Fachböden rein haben oder ich möchte Schublade zusätzlich oder wie auch immer. Das kann ich hier noch variieren. Mhm. Aber grundsätzlich ist das hier unser Schrankbereich. Ja. Auch mal die Schubläden für das kleinere Zeug. Mhm. Ich habe also Stauraum wirklich ohne Ende in dem Fahrzeug. Ich habe den großen Küchenstauraum. Mhm. Trotzdem wir hier auch den Backofen mit drin haben. Auch hier genug Platz für Töpfe, Geschirr, Vorräte. Hier unsere Hängestaukästen entsprechend. Hm. Auch höhenvariabel wahrscheinlich, ne? Auch hier kann ich Zwischenboden haben. Wir haben immer in einem einen Zwischenboden drin, im anderen nicht, dass ich auch höhere Sachen reinstellen kann. Hm. Aber auch hier kann ich als Kunde sagen, ich möchte ein oder zwei Staufächer, wie auch immer. Das kann ich hier oben machen. Hm. Und ganz wichtig, Gewürze. Das Bimobil-Gewürzregal, es verlässt kein Fahrzeug ohne Regal, das wäre. Hm. Da haben wir wieder die beiden Wasserhähne. Wasserhähne, hier links ist Brauchwasser, warm und kalt. Mhm. Und hier ist das gefilterte Trinkwasser nur als Kaltwasser. Okay. Mhm. Weil Warmwasser kann ich nicht filtern, machen, sonst habe ich sofort die ganze Verkeimung drin. Bakterien, genau, richtig. Genau, beim Herd gehen wir ganz normal auf Dometic, zwei Flammen, Gasherd. Mhm. Eben auch nichts Exotisches, weil ich will ja auch weltweit Ersatzteile bekommen, richtig, falls mal irgendwas passiert. Richtig. Hier einen Exoten einzubauen, das wäre fatal für uns. Ja, klar. Tedford, Gasbackofen mit Grillfunktion, also ich kann auch in der Früh meine Semmeln aufbacken, kann meine Pizza reinschieben, Auflauf machen, was auch immer. Dieses Fahrzeug ist jetzt für zwei Personen oder auch für... Ist eigentlich gedacht für zwei Personen dauerhaft. Ja. Ich kann aber hier vorne auch die Sitzgruppe nochmal umbauen, den Tisch absenken, Polster zusammenschieben. Ich habe noch ein Einlegepolster dabei. Ja. Dann habe ich hier vorne nochmal zwei Schlafplätze. Okay. Und im Fahrerhaus natürlich auch nochmal ein. Ja, genau, für den Guide oder so. Ne? Genau, also im Prinzip kann ich hier mit 4 bis 5 Personen bequem schlafen und reisen. Ich habe hier hinten nochmal 4 eingetragene Sitzplätze. Ich kann also ganz legal auch mit 6 Personen fahren. Aha. Dann lasse ich den Durchgang nach vorne auf. Genau, wegen der Kommunikationsverpflichtung. Der Kommunikationsfähigkeit, ne? Genau. Und habe hier einen 6-Sitzer. Tja, dann bleibt und ja kein Gurt. Die reisen hinten auch noch sehr, sehr komfortabel und sehr bequem. Aha. Gurte, genau. Dreipunktgurte, vorne keine. Beckengurte, genau. Genau, richtig. Gesetzlichen Vorschriften entsprechend. Ja. Und ich habe ein extrem solides, schönes Auto. Ja. Auf jeden Fall. Das überzeugt absolut, ne? Und also schön indirekte Beleuchtung noch überall drin. Auch die kann ich runterdimmen. Mhm. Ich kann selbst diese Innenbeleuchtung, die wir hier haben, das klingt ein bisschen komisch, aber die kann ich umschalten auf Rotlicht. Ja, macht ja Sinn, ne? Ja, macht in dem Fall Sinn, weil Rotlicht natürlich die Pupillen nicht weitet, beziehungsweise enger macht, Ich kann also, wenn ich nochmal schnell was lesen möchte, abends und will aber trotzdem sehen, was draußen los ist, hier mit Rotlicht arbeiten und muss nicht jedes Mal das Auge wieder entsprechend anpassen. So wie die Marine, Leute, im U-Boot. So wie die Marine im U-Boot. Dasselbe auch vor dem Fahrerhaus, serienmäßig von MAN. Ja. Auch hier kann ich auf Rotlicht umschalten. Mhm. Eben auch, dass ich innen eine Beleuchtung habe und gleichzeitig nach außen umstellen. Genau, das Auge braucht ihr nicht umstellen. Genau. Genau. Also hier die Beleuchtung kommt tatsächlich aus dem Marinebereich. Was ich ja schön finde, ist dieses riesige Ausstellfenster. Ne? Ja. Man hat das Gefühl, man sitzt im Freien, wenn man will. Und hat auf der anderen Seite aber dann eben auch das kleine Fenster, wenn ich nicht das große aufmache. Genau, ich kann ganz normal das KCT-Fenster öffnen, wenn die Klappe zu ist. Ja. Dann habe ich normal mein Fenster. Mhm. Wenn ich aber jetzt in der Früh aus dem Bett stolpe, an der Kaffeemaschine vorbei und ich will noch gar nicht erst raus irgendwas aufbauen oder das Wetter ist nicht so toll, dann mache ich hier einfach auf und ich sitze hier auf der Terrasse. Ja. Ich habe einen Freisitz. Ja, das ist ein ganz anderes Gefühl dadurch. Ja. Ne? Ja, oder auch wenn ich irgendeine Pause mache. Und ich möchte jetzt nicht draußen erst Stühle und Tisch rausräumen. Genau. Ich setze mich hier hinten hin, mache auf, kann gemütlich meinen Kaffee trinken. Oder ich bin irgendwo unterwegs, wo Krabbelgetier ist, wo ich nicht unbedingt draußen sitzen möchte. Richtig, Schlangen und so weiter. Auch ja, das klar. Kann ich hier. Muss man ja mitberechtigen. Genau. Oder Raubtiere sogar. Ja. Ja. Und kann natürlich auch wunderbar filmen, wenn ich ein passionierter Filmer bin. Ne? Ja, entweder hier aus der Klappe raus oder oben vom Dach. Ein Teleobjektiv auflegen. Genau. Das sind viele Möglichkeiten. Das ist an alles gedacht. Ne? Das ist ja, und diese Klappe, die machen wir seit, ich glaube, 40 Jahren und die sind unser Markenzeichen auch. Mhm. Mhm. Und dann mehrfach verriegelt, dass er nicht aufgebrochen auch werden kann. Auch mit Dreibriegelschloss, ja. Ja. Ja, also man ist schon beeindruckt, was da Möglichkeit ist, gibt. Ne?
Und jetzt sehe ich hier aber auch alles bewährte Elektrik, ne? Ja. Also, Einzelkomponenten. So, auch hier bewusst die ganzen Komponenten als Einzelkomponenten gewählt, dass wir nicht, wenn ein Bedienteil kaputt geht, das ganze Fahrzeug lahmlegt. Das Einzige, was zusammengefasst ist, ist hier unsere Steuerung der Kabine. Hauptstrom für die 12-Volt-Anlage, meine Wasserpumpe. Und hier kann ich meine Solarleistung abrufen, meine Batteriestände, die Tankstände für frischen Abwasser. Das mache ich über dieses Panel. Auch das, falls mal ausfällt, ist jetzt nicht so tragisch. Auch da habe ich redundante Möglichkeiten, das zu bedienen. Das ist die Steuerung für die Klimaanlage über Fernbedienung. Ja. Hier ist die Fernanzeige für den Gastank. Hier oben haben wir die ganze Steuerung der 230-Volt-Anlage, inklusive dem Wechselrichter. Ja. Der Whale-Boiler, Gasboiler, die Whale-Gas-Heizung und die Webasto-Dieselheizung. Alles mit einzelnen Komponenten. Falls mal ein Steuerteil ausfallen sollte, habe ich immer noch Zugriff auf die anderen. Ja. Und das ist einfach die Bilgepumpe, mit der ich nochmal aus der Dusche das Wasser in den Abwassertank kriege, weil wir auf einer Ebene unterwegs sind. Genau, wegen Gefälle und so weiter. Genau. Und dann die bewährte Kühlschrankeinheit und Eisschrank-Einheit. Dometic-Kühlschrank, 177 Liter Kühlgefrierkombi. Und beidseitig öffnenbar. Ich komme auch von draußen mal eben an mein kaltes Bier. Ganz wichtig. Oben nochmal ein großes Gefrierteil drin. Ist das jetzt ein Kompressor? Nee. Ja. Ist ein Kompressor, ne? Wir arbeiten grundsätzlich mit Kompressor-Kühlschrank in der Klasse. Bei der Hitze ist das auch, geht's nicht anders, klar. Absorber-Kühlschrank braucht zwar weniger Strom auf 12 Volt, aber ab 30 Grad wird die Butter cremig. Also brauche ich irgendwo einen vernünftigen Kühlschrank, da sind wir in der Kompressortechnik. Und ich brauche Luftaustritte, Lufteintritte, die dann wieder ein Risiko sind. Das spare ich mir hier eben alles. Ja. Ich habe hier unten die Belüftung und gehe dann nach hinten oben raus. Ich brauche mich hier nicht drum kümmern. Und da oben sieht man wieder die Klimaanlagenaustritte. Klimaanlagenausströmer, genau. Ja. Auch hinten am Bett nochmal Klimaausströmer. Und so habe ich auch nie dieses Zugluftgefühl, ne, wie man das sonst von Klimaanlagen kennt. Ne? Weil das ich kann mir die so einstellen, dass ich das daher überhaupt nicht merke. Ja. Tja, man muss sagen, beeindruckend. Wie ist das denn mit diesen Moskitonetzen? Da gibt es ja spezielle Moskitonetze. Sind das die auch für Schweden, Norwegen, diese kleinen, ganz kleinen Viecher? Kann ich für die Fenster dazu bestellen? Die Frage ist nur, wie sinnvoll ist das, das rundherum zu machen? Wir machen es normal maximal an zwei Fenstern, die diagonal gegenüberliegen. Ja, zu Querlüften. Aber je enger dieses Netz natürlich ist gegen die Moskitos, desto weniger Luft kommt auch durch. Und wenn ich die ganz enge nehme, dann kann ich auch das Fenster fast zulassen, weil da kommt fast keine Luft mehr durch. Ja. Natürlich auch ein Nachteil, genau. Wobei ich dann aber trotzdem noch wieder durch die Luftentfeuchtungsanlage... Genau, die hat aber zwei Filter drin, das heißt, da kommen die Viecher ja auch nicht durch. Da kommen durch, genau. Ja, an alles gedacht, ne, halt. Sie sind jetzt seit 30 Jahren oder was schon... Firma Bimobil gibt es dieses Jahr 45 Jahre. 45 Jahre geballte Erfahrung. Genau. Und vor allen Dingen durch Selbstanwendung auch. Ne? Selbstanwendung natürlich, wir sind auch selber alle immer wieder unterwegs. Unser Chef hat immer das Testfahrzeug, dem bauen wir immer alles ein, was wir probieren wollen. Ja. Der muss das testen und wenn das da funktioniert, dann übernehmen wir das in die Serie. Deswegen sind wir oftmals auch einfach ein bisschen später dran wie andere mit irgendwelchen Neuerungen. Macht aber Sinn, ne? Aber bei uns testen wir und nicht der Kunde. Das ist für uns immer ganz wichtig. Ja. So ist es ja auch richtig. Deswegen Man kann sich also absolut darauf verlassen. Bayernluft, dieses Lüftungssystem, haben wir in Russland getestet auf Natur. Und da waren eben auch zwei nasse Hunde ständig im Auto. Hat sich bewährt, haben wir in die Serie übernommen. Trenntoilette genau dasselbe. Erst getestet und dann die Serie übernommen. Was ist das für eine Trenntoilette? Was für ein Hersteller? Wir arbeiten mit Natureset. Ah ja. In dem Fahrzeug mit Natureset und in den kleineren Fahrzeugen mit der Ogo von TomTour. Tja, also haben wir mit beiden sehr gute Erfahrungen gemacht. Funktionieren einwandfrei. Die Erfahrung der Profis halt, ne? Ja. Ja, muss ich sagen, also es ist beeindruckend, dieses Auto mal von Ihnen zu sehen und die Verarbeitung. Gehen wir vielleicht noch ins Bad? Genau, dieses Bad. Das Bad ist ja auch nicht ganz unwichtig, wenn ich lange unterwegs bin. So, wenn wir da mal reinschauen, wir haben also einmal die Trockentrenntoilette, wie gesagt Nature's Head, mit eigener Entlüftung nach außen. Ja. Wir haben auch hier KCT-Fenster, den großen Spiegel und eine extra Duschkabine. Edelstahl-Duschwanne drin mit zwei Abläufen, einem Teakholzrost unten drin, dass ich nicht auf dem kalten Edelstahl stehe. Kann ich eigentlich duschen wie im Hotelzimmer. Vollwertige Dusche, vollwertiges Bad. Muss ich auf nichts verzichten. Vielleicht halten wir mal kurz rein, dass man auch die Dusche sieht. Ja.
Ja, vom Blickwinkel ein bisschen schwierig. Und nicht sich selbst abzuschießen, ne? Ja, genau. Ja, vor allem die Kamera ist ein bisschen sperrig, aber dadurch haben wir die 4K-Qualität optimal. Und die Tonqualität vor allen Dingen, ne? Das ist das Entscheidende. Ne? Sonst leidet das oft darunter. Und die XLR-Möglichkeiten hat man da mehr Möglichkeiten. Ja, ich kann mich nur herzlich bedanken für unsere Zuschauer, dass wir einmal einen Einblick haben konnten und die ausführliche Führung, dass man wirklich das Auto wirklich im vollen Umfang sich einmal ansehen konnte. Ja, herzlichen Dank. Ich bedanke mich dafür, dass ich es herzeigen durfte und ja, hoffe, wir haben dem einen oder anderen einen Anstoß gegeben, sich so ein Fahrzeug mal live anzuschauen. Denke ich mit Sicherheit. Ja. Herzlichen Dank. Ich danke.